Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell. Heute am Mittwoch, dem 27. Februar. Wir sind wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt und Sie damit auch. Ja, es ist noch etwas Zeit, bevor der Merkel muss weg Mittwoch startet. Und bis dahin schauen wir uns nochmal an den Beitrag von Kompakt TV, die Woche Kompakt von letzte Woche Sonntag, dem 24. Februar. Und dort ging es nochmal genau drauf ein mit der Veranstaltung von Freiheit für Billy Six vom Merkel muss weg Mittwoch von letzter Woche. Und wir sind danach gleich wieder zurück. Bis gleich. Seit einem Vierteljahr vergeht für Ute und Edward Six kein Tag ohne Sorgen. Am 19. November erfuhren sie, dass ihr Sohn Billy in Venezuela inhaftiert wurde. Dann folgte der zweite Schock. Das Auswärtige Amt scheint vor dem Fall des renommierten Kriegsreporters ganz bewusst die Augen zu verschließen. Die staatsnahen Journalistenorganisationen halten sich bedeckt. Auch etablierte Medien berichten nur knapp über den Fall. Bei Kompakt TV sprachen die Eltern nun erstmals vor einer Fernsehkamera darüber, wie die Pressefreiheit auch in Deutschland ein weiteres Mal zum Opfer wird. Hola amigos, ich bin immer noch in Venezuela. Billy Six, Ende 2017, Worte wie eine düstere Vorahnung. Seit November sitzt der Journalist in Venezuela in Haft. Die Behörden werfen ihm unter anderem Spionage vor. Für Billys Eltern Ute und Edward sind es Monate der Angst. Aber er sitzt quasi in einer fensterlosen Zelle mit einem Wärter vor der Tür, eine Gittertür, sodass also auch keine Privatsphäre da möglich ist. Er kann zum Glück das Licht ausschalten, also dass er nicht 24 Stunden am Tag unter Lichtfolter auch noch gehalten wird. Während Six in Südamerika auf seinen Prozess wartet, entwickelt sich der Fall in Deutschland zum innenpolitischen Skandal. Zwei Tage nach der Festnahme informierte Venezuela das Auswärtige Amt. Die deutsche Regierung tut nichts, also sie protestiert nicht wie üblich bei jedem normalen Journalisten, der verhaftet wird, wird sofort Protest eingelegt, auch wenn es nur förmlich ist. Es wird protestiert. Wir wissen es von venezolanischer Stelle, dass dieser Protest bis heute nicht passiert ist. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Auch Außenminister Heiko Maas schweigt zum Fall Six. Weshalb ist unklar. Doch vieles deutet darauf hin, dass die Behörden dem Reporter ganz bewusst die Hilfe verweigern. Denn Six war für oppositionelle Medien tätig. Am Mittwoch demonstrierten Dutzende Unterstützer des Journalisten vor dem Kanzleramt. Auch sie glauben, die Untätigkeit der Bundesregierung hat politische Gründe. Naja, ist natürlich das übliche Prozedere, was hier abläuft in Deutschland. Es wird unter, was nicht passt, wird unter den Teppich gekehrt. Und, na, das übliche. Da brauchen wir ja nicht reden. Das ist immer das gleiche Prozedere. Der Fall erinnert an den Publizisten Dennis Yücel, der Anfang 2017 aus politischen Gründen in der Türkei verhaftet wurde. Damals forderte sogar der Bundestag die Freilassung und angeblich nicht nur das. Und wir alle, der demokratische Teil dieses Hauses, setzt sich auch dafür ein, dass die anderen Journalisten, die ebenfalls in Haft sind, aber keinen deutschen Pass haben, es genauso verdient haben, freigelassen werden, weil Journalismus ist kein Verbrechen, sehr geehrte Damen und Herren. Es gab ja tolle Reden im Bundestag, auf die wir auch schon hingewiesen haben, wo gesagt wurde, ja, wir tun alles, egal wie der Journalist heißt. Ja, also Cem Özdemir hat sich ja da super hervorgetan. Er hat uns nicht mal geantwortet. Yücel schwieg übrigens nicht, als einer von wenigen staatsnahen Journalisten. Die Freiheit des Wortes gilt oder gilt nicht. Sie ist unteilbar. Auch Billys Eltern sind am Mittwoch vor das Kanzleramt gekommen. Die Solidarität macht ihnen Mut. Es sind Begegnungen voller Empathie vor den Mauern von Merkels Trutzburg. Vor allen Dingen die Eltern, ja. Geht mir richtig nah. Und ich hoffe nur, dass sie ihn rauskriegen. Ob dies gelingt, ist ungewiss. Doch aufgeben werden Billys Eltern nicht. Wir stehen früh auf und wir überlegen, was wir für den Tag, wen wir neu ansprechen, um Hilfe bitten können, wo wir nachhaken können,
wo wir protestieren können. Eigentlich 24 Stunden lang beschäftigt uns der Fall von Billy. Es ist ein Kampf um die Freiheit gegen die Arroganz der Macht. Ja, soweit der Bericht von die Woche kompakt über die letzte Veranstaltung letzte Woche Mittwoch mit Freiheit für Billy Sixt und die Merkel muss weg Mittwoch. Ja, bevor es hier losgeht in wenigen Minuten oder schon in wenigen Sekunden, mit die Merkel muss weg Mittwoch noch ein Rückblick ins Berliner Abgeordnetenhaus. Und dort werden ja wichtige Themen immer ein bisschen lachhaft behandelt. Dann haben wir das Beispiel mit Kurt Wanzner von der CDU, Friedrich Senn-Kreuzberg und Andreas Geisel. Das noch als kurzer Einspieler, danach sind wir wieder zurück. Bis gleich. Ist dem Senat bekannt, dass kurz vor dieser Veranstaltung die Berufsbetroffenen der Grünen, die ja immer in dieser Gegend herumschleichen, die Schwarzafrikaner gewarnt haben und sie gebeten haben, doch den Park zu verlassen? Herr Wanzner, mir ist das nicht bekannt, aber wenn das funktioniert, ist es doch wunderbar. So, ich dachte, der politische Arsch am Mittwoch kommt noch. Naja, es sitzt sich halt einfacher da drin in den Polsterstühlen. In 25 Grad, 23 Grad. Ist schön zu warm. Ja, man ruft an, wenn man was zu trinken möchte. Oder in den Restaurant. Man bestellt, wenn man etwas zu essen möchte. Die Putzfrau kommt. Die Neger kommen. Ah, nee, darf man ja gar nicht sagen. Stark pigmentierten. Oh, nein, Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen älter. Bei uns hat es immer geheißen, bist du der Neger von dem? Ja, genau. Da hat man aber nicht auf die Farbe abgehoben. Genau, das hat ja man zu uns auch gesagt. Bist du ja der Neger, musst du das machen, ja? Das kennst du auch noch. Ja, das kenn ich auch noch. Mir steht schon wieder der Schweiß auf der Stirn. Zu warm, wa? Zu warm. Ich sag dir ja, kaum geht es um ein Grad über Null, schon beginnt bei mir die Schwitzperiode. Ich kann mich immer gut hineinfühlen bei den Eisbären, wie es denen gehen muss. Hier 20, 30 Grad, erstmal Minus. Erstmal so aufblühen und jetzt müssen die hier ihr Futter bei Plus oder gerade um die 0 Grad herum fangen. Wir nicht. Und vor allem die im Bundestag. Denen wird es zugeschoben. Deswegen sind sie auch nicht da. Die sind schon, ja, nicht mehr so in der Kondition, dass sie sich lange im Freien aufhalten können. Wird da drüben schon Geld gezählt, oder? So. Was, die mieten schon Zimmer? Die Zimmer, ja genau. Aha. Ach, du bist ja Übertrager jetzt hier, ja? Was ist ja Übertrager? Wird er besser? Ja. Immer. Hast du die Antenne draußen oder was ist los? Nee, er hat mich jetzt erkannt. Ah ja, hat dich erkannt. Okay. Aber ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Jawohl. Entgegen anraten oder du hast dich widersetzt. Darf ich mal kurz? Du darfst. Schönen guten Abend, mein lieber Franz. Guten Abend, liebe Patrioten. Ich war lange nicht hier, das weiß ich, aber aus gesundheitlichen Gründen konnte ich nicht. Nun habe ich ein benzinfreies Auto bekommen mit Batterie. Jetzt kann ich öfters hier vorfahren. Also nochmal schönen Dank und ich habe euch verfolgt. Ihr seid die Besten. Ihr steht jeden Mittwoch hier und da war ich immer so stolz auf euch. Und Franz, Hochachtung vor dir, dass du das so durchziehst, wie wir das damals besprochen haben. Das ist ein Beifall wert. Und jetzt mal nochmal schnell einen Gruß nach Paris zu meinem Neffen Alain. Der schaut jetzt auch und ich wünsche euch Gelbwesten am 16. März wieder volles Haus.
in Paris und in Lyon, in Toulouse. Bleibt so weiter. Bei uns fehlen den Deutschen die Eier, um hier auf die Straße zu gehen. Salut, mein Alain. Recht herzlichen Dank. Das waren wirklich sehr berührende Worte. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist, weil du gerade Frankreich ansprichst. Wir haben ja dasselbe Abbild. Macron lässt allerdings, der macht es ihr vor, wie man so Demonstrationen auch unterbinden kann. Da werden Leute beschossen, Bürger, die von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen. Da werden ihnen Augen ausgeschossen, Hände amputiert, weil sie einfach die Vorstufe zum Erschießen. Ja. Ja, der nimmt keine Rücksicht. Und das ist schlimmer wie in Barcelona. Und wenn hier welche so sich so trauen würden, wie sie es gerne machen würden, würden wir auch schon lange nicht mehr hier stehen. Richtig. Die haben es ja gelernt. Die kommt ja aus einem Staat, in dem man es gelernt hat, wie man Meinungen unterdrückt. Richtig. Uns kann sie momentan noch nicht. Aber ich denke mal, irgendwann, wenn es jetzt so bunt wird, wird man sich was einfallen lassen. Man kann es ja in den Zeitungen jeden Tag jetzt lesen, obwohl ich ja von der Presse nichts mehr halte. Aber ich denke, da spielt es keine Rolle, weil die Märchen, die sie uns erzählen wollen, dass alles demokratisch zugeht, das haben sie sich abgeschmeckt. Jetzt gibt es ja dieses Framing, jetzt wird der Reden im Fernsehen, also nicht für uns, für die Ansagen machen, Wetteransagen, die werden jetzt geschult, wie man Wetter ansagt, so dass auch der Mensch glaubt. Genau. Die haben die Sonnenkarte dort. Bei dir draußen schneit es wie die Sau, aber die versuchen dir dann zu erklären oder so lernen sie es. Dir zu erklären, dass 30 Grad Hitze ist. Hitze ist, genau. Wahrscheinlich wollen sie ein paar ins Irrenhaus einsperren. Wenn du dann plötzlich das glaubst und sagst, naja, bis 30 draußen, zieh mal die Jacke aus, ne? Genau. Und die anderen fangen dich schon ab und sagen, da schreiben. Den haben wir schon. Ja, und wenn man dann die anderen so sieht, diese, wie heißen die, sind das auch Journalisten? Welche jetzt? Naja, die im Fernsehen da immer das Beste zum Besten geben. Heute schon und so. Heute schon. Ja. Ja. Früher war das ein Ausbildungsberuf. Nehme ich mal an, heute kann das eigentlich jeder machen, der das Wort Merkel fehlerfrei aussprechen kann. Deswegen hat sie ja so einen kurzen Namen. Da braucht man sich nicht groß anstrengen, oder? Mario, du lachst darüber. Heute ist auch das schon eine Anstrengung, weil wir gerade bei der Anstrengung sind. Habt ihr das vernommen, dass es in der Schule ein neues Fach gibt? Ab der 8. oder 9. Klasse. Also ich spreche jetzt ja ganz einfach. Bei uns gab es 1. bis 8. Klasse. Und dann musste man in die Höhe bilden. Also jedenfalls gibt es jetzt neue Fächer oder ein neues Fach. Das heißt Komasaufen. Ja. Komasaufen. Wie man das macht, ja, ein bisschen. Ja. Ich dachte bloß, wie viel davon man trinken muss und was man trinken muss. Naja, ich spreche ja jetzt von Brandenburg. Er war Lehrer. Oh, was? Er war Lehrer. Er verbessert mich sofort. Also jedenfalls, es ist so. Die Schüler der 9. glaube ich, haben ein Schreiben mit nach Hause bekommen für ihre Eltern. Die sollten die Genehmigung erteilen, dass ihre Kinder in der Schule 1,5 Liter Bier saufen dürfen, dass sie hier Schnaps saufen dürfen und dass sie Wein trinken dürfen. Genau. Jetzt habe ich mich gefragt, wie ich das gelesen habe. Gilt denn, wenn die Eltern das unterschreiben und wenn man in der Schule ist, gilt denn das dann nicht mehr, dass du mit so und so viel erst Alkohol trinken darfst? Mit 16 warst du verboten, ne? Mit 16 durfte man Bier trinken. Ja, ich hab schon mit 7 Jahren. Aber jetzt in der Schule, saufen die Lehrer auch oder nur die Schüler? Ich denke mal. Die harten Drogen. Die nehmen schon die Harten. Die nehmen die Harten. Ja, natürlich. So, jetzt bin ich aufgeklärt. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Die kiffen. Wer ist denn der Dealer? Deswegen sind die Grünen so auf hoher Tour. Die Merkel-Drogen nehmen die. Die werden. Wer hatte da nicht irgendwann einmal Pflanzen auf seinem Balkon?
Das war doch auch einer von den Grünen. Der Türke. Der Name, der fällt mir noch. Was? Der Türke. Sag ja nichts über die Türken jetzt, gell? Geld, ja. Hab ich nicht. Der ist Deutscher. Ja, ja. Er hat die Blue Mavi, hat er. Die blaue Karte. Dass ihn als Türke ausweist. Wenn er jetzt zuhört, weiß er sofort, was ich meine. Das muss er haben, weil sonst kann er daheim nicht mehr wählen. Nicht mehr wählen bei sich zu Hause, Türkei. Dann kann er auch die Grundstücke seiner Eltern nicht mehr erben. Dann kann er auch kein Telefon anmelden, ohne dass er jemanden hat, der es für ihn macht. Also er ist dann kein Türke mehr. Das beißt sich ein bisschen, denn Türke ist man durch Blut und nicht durch ein Papier. Also der kann noch so viele deutschen Pässe in seiner Tasche haben. Sag mal. Braucht ihr auch eine Blume, Abi? Ja. Wollt ihr auch verreisen? Oh Mann, eine Nanny. Was braucht eine Nanny? Naja, das ist ja mal, das ist ein Wunsch, das kann ich verstehen. Ich an deiner Stelle würde mir auch so eine Nanny besorgen. Vielleicht zwei für links und rechts. Da fährt sich's besser. Ja. Aber wir kommen wieder ab von dem neuen Schulfach. Kommas auf. Wie ich das gelesen habe, haben wir gedacht, jetzt ist die Welt wirklich kurz vorm Untergehen. Denn was hat denn das noch mit Lehren zu tun und mit Lernen zu tun? Nicht. Das ist voll Idiotie. Oder haben die einen Vertrag mit irgendwelchen Getränkeherstellern? Die sind närrisch geworden. Die sind närrisch geworden, naja. Hans, und da kommt auch noch dazu, das nennt sich ja, glaube ich, Bund statt Blau, diese DAK-Kampagne dort. Also wir waren auch vor bunten Getränken. Mach ich nur. Bunte Getränke. Wo ist denn der Heilige? Leuchte mal hin, den mit dem Coca-Cola würde ich schon gerne sehen. Und die Getränke. Da gab es doch früher so grünes. Wie hat denn der geheißen? Altmeister. Nein, meine Leute. 40% ich war der. Pfeffi. Was? Pfeffi. Der Pfeffi war nicht so. Ja, Pfeffi, Mensch, als Kinder kennt ihr Namen. Pfeffer Münzig, ja. Da ist ja alles an mir vorbeigelaufen. Ja, im Westen gab es sowas nicht. Doch, im Westen. Oh, was meinst du, was im Westen gab? Da wurde ich besoffen vom Anschauen. Hinter mir hat es wieder geknickst und geknackst. Das hat er öfters. Nee, hat. Mario, du hast es doch repariert, ne? Ja, das ist keine Garantie dafür, dass das immer hält. Ich habe jetzt nur gangbar gemacht, repariert ist es nicht. Gangbar? Ja. Naja. Sprechbar. Also ich kann dich trösten, der neue soll jetzt endgültig nächste Woche eintreffen. Doch so schnell? Ja, ja. Hast du wieder in China bestellt? Nein. Ja, ja. Nein. Dann sind wir fast so gut ausgerüstet wie... Die jetzt. Nee, wie die Vorgängerdemo. Die um 17 Uhr war. Fast. Da kannst du dich dann am Buckel stellen. Ja, ja. Da brauchst du wieder einen Neger dazu. Ja, ja. Links und rechts. Ja, was ich jetzt von euch mal wissen wollte, was haltet ihr denn eigentlich von so einer, man kann ja gar nicht mal sagen, Schnapsidee. Man kann ja nur sagen, vom Irrsinn geplagte Schulleiter, und die Kultusminister absoluter oder Ministerin, die müssen krank sein im Kopf, die sowas zulassen. Franz, und dann ja noch, die Schule war, glaube ich, in Templin. Der Ort kommt, ja, ist ja... Ich habe auch gedacht, das ist nur Templin. Ach so, sogar noch mehr? Nein, das soll wirklich als Schulfach oder als Unterrichtsstunde gelten. Wann sitzen die alle voll in der Ecke? Natürlich. Naja, also da, ich glaube, da braucht den Jungen nicht viel sagen. Die wissen eher, wo sie im Garten was anbauen können. Wenn es jetzt wieder wärmer wird. Ne? So 40 Grad, es rieselt, man schwitzt. Aber ich kann, also für mich ist die Schule mittlerweile ein Hort von Verrückten geworden. Also nicht die Schüler, meine ich jetzt. Ja, das meine ich auch. Ich meine die das hier betreiben. Das, was man denen beibringt, ist verrückt. Ja, die sollen doch den Schülern Lesen beibringen. Das ist doch schon lange Geschichte beibringen. Naja, ob das schon lange nicht mehr so ist, das, ich möchte ja nochmal sagen, ich möchte das aber so.
Denn dumm kommt der Mensch auf die Welt, aber klug soll er der Mädchen sterben. Also das kann man ja wirklich nicht vertragen. Und wenn du dir heute die ganzen Bibliotheken anschaust, wo die Leute aus dem Ausland gerne hingehen, sich die Bücher anschauen. Es gibt ja auch Schriften, die kann ein Deutscher nicht mehr lesen, obwohl es die deutsche Schrift ist von früher. Das kann man nicht mehr, das sollte man beibringen, bevor man hier 1,5 Liter Bier, einen Schnaps im Zahnputzbecher und dann irgendein anderes Zeug gibt es auch noch dazu. Nee, für mich ist jetzt ein Punkt erreicht, wo ich sagen muss, es muss ein Wechsel her. Wir müssen diesen Irrsinn beenden und diesen Irrsinn hat die da oben angezettelt. Nur die da oben. Das Narrenhaus. Das ist, genau, das Narrenhaus. Wohlmeinende sagen immer, das wäre eine Waschmaschine, mag ja alles sein. Aber den Irrsinn, unseren Kindern das Saufen beizubringen, das ist das allerletzte und damit haben die wirklich den allerletzten Rest von Höflichkeit von mir verspielt. Für mich sind es Geisteskranke, nichts anderes. Frau Merkel kennt das noch aus DDR-Zeiten. Ja, ich weiß nicht, ob es in der DDR das gab. Da hat man das Volk hochbesoffen gemacht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass man in der DDR das Fach Komasaufen hatte. Nee, aber das Volk wurde speziell besoffen mit dem Alkohol, damit sie die Fresse halten. Ja, aber das hat nichts mit dem zu tun. Es ist nicht so. Heute ist ja Fach, die Eltern müssen zustimmen. Und ich möchte ja noch was sagen. Ich habe am Samstag, hatte ich Schüler bei mir im Bürgerbüro, die sich beschwert haben, dass sie hier ein Schulfach haben, LER oder wie das da heißt. Die mussten Kärtchen ausfüllen und zwar über den Islam. Da wurde nicht über deutsche Kirchen, über den deutschen Glauben, über den katholischen Glauben oder sonstige Glaubensfächer gefragt, sondern da ging es einzig und allein um den Islam, den Koran, was also einer macht, der in die Moschee geht, was eine Moschee eigentlich ist. Ja, fragt sie doch mal, was das für ein Gebäude ist, fragt sie doch mal, was da drüben ist, fragt sie doch mal, was da hier mit der Kuppel ist. Wenn Sie das können und wenn dann noch Zeit ist, dann können wir uns über das unterhalten, was vielleicht diese sogenannten Zuwanderer, ich bin das wirklich sehr höflich, eigentlich sind sie ja Flüchtlinge, die eigentlich wieder gehen wollten. Es geht aber keiner mehr. Und der Familienzuzug, hat man auch lesen können, hat massivst zugenommen. Ja, warum wohl? Warum wohl? Hier gibt's das, was die Deutschen sich erarbeitet haben, und zwar in Hülle und Fülle. Und zwar von den Leuten, die das nicht erwirtschaftet haben. Die fressen ja auch runter, aber nicht wenig. Schaut euch das jetzt an, was sie sich alles hinstellen. Schaut euch doch an, was sie sich alles leisten. Die wissen doch schon gar nicht mehr, was sie noch anstellen sollen. Die reisen von einer Organisation zur anderen. War schon mal jemand in Brüssel? Nee. Hat sich jemand schon mal das Parlament angeschaut? Nee. Nein. Das sind die alten Bauten. Die Akropolis oder sowas. Die geht ja fast unter dort. Die haben sich Dinger hingestellt und dasselbe gibt es in Grün in Straßburg. Das ist eine Kopie. Also zuerst war Straßburg und haben sie Brüssel gebaut oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls ist dort ein Abklatsch, als wenn sie aus dem 3D-Scanner kommen, hergestellt worden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass... sollte nicht, dass der Brexit... Jetzt bin ich... Müssen wir wackeln, mal ein Stück. Lauter Reicheleinheiten, dann geht das. Nur ein Stück wackeln. Eins, zwei, drei, vier. Wahrscheinlich die Erschütterung, wenn ich zu nahe komme. Ja, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Wenn mein Hund mal am Haus vorbeiläuft, der Kleine, das ist so, als wenn ein Pferd galoppiert. Die Leute, die da vorne vor der Straße rumlaufen, die kriegen schon Angst, weil sie denken, da ist jetzt eine Stampede entstanden.
Wisst ihr, was eine Stampede ist? Nein. Auch nicht. Das ist eine Horde Pferde. Das hat man im Wilden Westen gehabt. Da hat man immer, Karl May, wenn du das gelesen hast, der hat öfters von Stampede gesprochen. Das sind Pferde, die wild geworden sind, die einfach mal losreißen und dann bum 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 machen. Aber ich möchte jetzt nicht klüger sein wie ihr. Ich erzähle das ja nur, was ich auch gelesen habe. So, was wollte ich Ihnen jetzt überhaupt sagen? Dass die Rufe beschlagen sind von den Hunden. Die Rufe sind nicht beschlagen, weil die Pferde, die damals waren, waren eben nicht beschlagen. Ich glaub, ja, von den Hunden. Nach heute gibt es wieder ein technisches Problem mit dem Ton. In der Tasche. Denn der Lautsprecher war nämlich ausgeliehen am Wochenende. Es wird besser. Es ist ein bisschen besser. Ich habe es jetzt gerade gelernt, der Rüssel muss nach unten hängen. Was war das jetzt? Ach, nix. Du hast an Elefanten gedacht. Ja. Gut. Sing mal mit deiner Nachbarin, da kommst du auf andere Gedanken. Und ich kann mal kurz Luft holen. Jetzt singen Was wir die nicht? Deutsche Hymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Jawohl! Ich war jetzt ganz begeistert. Wir haben 180 Zuschauer. Stellt euch vor, 180 wären hier, 360 dort. Und so steigern wir das. Und dann stellt euch mal vor, es wären 1800 da. Dann würde hier der Alarm ausgerufen. Da würden sie hier anmarschieren. Hier kann ja was nicht mehr stimmen. Was haben die denn jetzt eigentlich vor? Na, wir haben nichts vor. Wir wollen nur eins. Merkel muss weg. Muss weg. Merkel 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 muss weg. Aber sowas von schnell. Aber sowas von schnell, ja. Aber sie ist noch da. Noch. Die 102. Veranstaltung. Klausi, siehst du, das waren die guten Vorsätze für dieses Jahr. Ja, wenn die uns so hört, die Kameras werden wieder im Kreisel drehen. Wer ist da? Eure Fotos, Lebensgeschichten werden alle in einer Datei abgefasst werden, jeder einzelne. Oh, ich habe dieses Mal, habe ich im Landtag die Anfrage gemacht, wie viele, die in der Rosenholz-Datei erfasst sind, denn in staatlichen Stellen tätig sind. Oh, oh, oh. Eine Masse. Naja, ich warte ja noch auf die Antwort. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, es wird nicht lange dauern, da werden sich die Zeitungen wieder über mich erschütten, ausschütten, was ich für alles wieder angestellt habe. Also falls ihr wieder was lest, war ich, bin ich. Er kennt den Hintergrund. Ja, es gibt noch andere Hintergründe, die kommen jetzt auch. Aber wir sind ja kurz vorm Ende der Legislatur. Da möchte ich schon noch gerne wissen, wer wo was gemacht hat. Heute habe ich auch die Mitteilung bekommen,
Also ich habe es noch nicht gesehen, nur meine Mitarbeiterin hat mich informiert. Bei mir wurden ja schon mehrfach Fenster vom Büro eingeschmissen, eingeschossen etc. Und beim letzten Mal, wo also hier Einschüsse zu sehen waren, ist eine Reporterin der MOZ gekommen, die dann gefragt hat und nichts Besseres zu tun hatte, als danach bei der Vorsitzende. Oh. Tolles Ding. Funktioniert das mit Mikrosender? Das sind die Störsender. Ja, ja. Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst. Deshalb sollte man alles verkabeln. Niemals über Funk. Du hast doch ein Zündholz da drin, ja. Was ist gebraucht? Also wir haben ein kleines Tonproblem, wie schon in der 99. Aber wir bemühen uns, den technischen Defekt zu beheben. Ja, ich nutze schon mal die Zeit. Denken Sie dran, Pegida Dresden macht eine Veranstaltung, einen politischen Aschermittwoch. Man kann wohl noch Karten bekommen in Nennmannsdorf oder Nennharzdorf, so ähnlich. Gucken Sie mal bitte auf die Seite. Und dadurch ist nächste Woche Montag in Dresden nicht Pegida, sondern erst wieder die Woche darauf am Wiener Platz. Ja, hinter den Kulissen geht es hier mächtig zur Sache. Der wird versucht, der Fehler zu finden. Sie sehen, es wird fleißig gearbeitet, dass der Ton wieder kommt. Jetzt ist er wieder da. Also, jetzt haben wir Neues. Ich bleibe jetzt einfach mal am Platz stehen. Hörst du mich? Soll ich weiter nahe lauter sprechen? Ja, ein bisschen lauter, ja. Ganz laut. Ganz laut. Ganz laut. Ganz laut. Dann bin ich ja lauter wie der Lautsprecher. Himmel nochmal. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich vorhin sagen wollte. Ich hatte ja gerade angefangen zu erzählen. Das geht schon wieder. Mit der Datenschutzbeauftragten. Hallo. Es wird Zeit. Liebe Zuschauer, nächste Woche sind wir mit neuem Equipment da. Equipment heißt mit neuer Ausrüstung. Ich hoffe, die hält dann länger wie eine Woche. So. Wir haben es mit Zündhölzer probiert, um die Natur zu schonen. Es sind Hölzer aus 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wieder. Es ist vorbei. Nee, doch nicht. Also, es kam heute vom Gericht die Mitteilung auf meine Beschwerde, dass die Datenschutzbeauftragte, die ja von der Zeitung informiert wurde, dass die hier bei mir eine Anhörung eingefordert hatte, die ich nie bekommen habe. Warum? Man hatte diese Anhörung, diese Einladung in den Briefkasten geschmissen. Und ein Briefkasten hält ja länger wie eine Scheibe. Ja. Ja, gut. Also ich habe eins gelernt, wenn ein gelber Brief kommt, schaut, wer irgendwo einen gelben Brief in der Tasche hat. Das ist nämlich egal wie, das ist die Urkunde, dass es zugestellt wurde. Ob du das bekommen hast oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ob der Briefkasten jetzt mit Bauschaum gefüllt war, spielt auch keine Rolle. Zugestellt ist zugestellt. Du hast dich darum zu kümmern, dass du weißt, wann du was bekommst und dass du dann auch schaust und dich dann meldest. So.
Jetzt habe ich mich gegen den Bescheid 1250 Euro gewehrt und habe gesagt, ich habe das nicht bekommen. Und ich finde das auch, gelinde gesagt, unverschämt, denn ich bin der Geschädigte und mir wird vorgeschrieben, wie ich mich zu verhalten habe. Ich habe das nur dem entnommen, was sie angeblich geschrieben hat. Also es ist verboten, Kameras zu installieren, die den öffentlichen Raum aufnehmen. Wir hatten gar keine Kamera. Das spielte überhaupt keine Rolle. Denn das, was sie sagte, oder das, was sie geschrieben hat, ist Gesetz. Jeder, der schreiben und lesen kann und irgendeinen Rang hat, steht über dir. Gut, wir haben dann also Beschwerde beim Gericht eingelegt, über drei Fälle. Das hat jetzt 3 Monate gedauert und heute kam die Antwort. Verfahren wird eingestellt. Streitwert 3 mal 5.000, vorher waren es noch 1.250, weil wir jetzt beim Gericht waren, sind es jetzt 5.000 pro Fall, heißt also 15.000 und davon den Streitwert. Also der Streitwert 15.000 und davon dann die Gebühren. Die hat man wahrscheinlich jetzt zu den 1.250 nochmal 5.000 zahlen müssen. Nur, weil man sich beschwert, dass man bei mir, geht wieder. Dass man bei mir die Scheiben eingeschossen hat. Die Polizei konnte natürlich keine Profile finden, wie sie damals auch den Stein nicht finden konnten, den ich dann 2 oder 3 Tage später zufälligerweise vor der Scheibe gefunden habe. Die Antwort von dem damaligen Polizisten, der da war, ja, da können wir ja jetzt auch keine DNA mehr feststellen. Tolle Aussage. Ja. Es war zwar nur das Pflaster, was dort war, da lagen aber keine lockeren Steine außer der. Aber da sind halt so viele Steine. Kann man nicht jeden Stein untersuchen. Gut. Also man sieht, wenn du Recht haben möchtest, musst du eigentlich die Schnauze haben, halten, dich einschließen und warten, bis dein Grip verrauscht ist. Weil sonst fütterst du ihn. Ich möchte nur mal sehen, wenn du nicht mehr zum Gericht gehst, meine Güte, ist das fürchterlich. Wenn du nicht mehr zum Gericht gehst, was die dann noch machen. Aber wir kennen es ja von hier, die erfinden dann halt irgendetwas. Also Leute, das sind einfach die Erlebnisse, die man hier einmal in der Woche hat. Und es wird immer wieder Hallo Gerhard Meyer, hallo AfD-Gruppe Nord. Was ist los? Ich habe gerade gegrüßt. Du hast gerade gegrüßt. Die AfD-Ostgruppe Nord in Mannheim grüßt. Das ist prima. Haben wir die auch? Nein, die haben wir nicht. Aber die sprechen nicht mit uns. Danke. Ich wollte den Franz sehen. Also wir haben, Leute, sagt unseren Fans, die sollen bitte auch bei Klausi reinschauen. Merkel muss weg Mittwoch. Dann können wir nämlich auch mitsprechen. Auf die Seite. Auf Facebook-Seite, Merkel muss weg Mittwoch. Dann auf Video und dann sehen wir ja schon, wer da ist. Und dann können wir euch auch begrüßen. Oh, jetzt kommt der Chef. Wir basteln noch ein bisschen. Der arme Kerl wird das dann auch wieder arbeitslos, wenn das neue Gerät da ist. Dann brauchen wir keine Zündhölzer mehr, keine Stecker mehr. Jetzt kommt Polaroid zum Einsatz. Ja, ihr könnt schunkeln. Aber die wollen ja wissen, warum wir schunkeln. Achso, ich weiß es ja auch. Wir wollen nur die Leute unterhalten. Ja, genau. Jetzt. Es geht. Also, ich soll Ruhe hier, Zeit. Wie ich am Anfang davon gesprochen habe, dass wir in der Schule. Ich nutze jetzt die Gelegenheit und rufe nochmal: Erdinger Brauerei, bringt uns bitte ein Bier vorbei.
alkoholfrei. Ja, gerne. Danach können wir gerne ein Probetrinken machen. Ich bleib dabei. Ihr seht, wir haben hier die passenden Damen dafür. Wir sind es gewohnt. Jetzt ist mir eingefallen, wie dieses grüne Getränk hieß. Eskoreal Grün. Eskoreal Grün, das war das hippe Getränk in den 60er, 70er Jahren. Die kam gar nicht mehr mit dem Produzieren nach. Ich weiß gar nicht, wie das da auf den Markt kam und wie das was da wieder dazu geführt hat. Jedenfalls hat man sich da schon einlitern können. Ihr seht. Und ihr, was aber habt ihr getrunken? Wir immer alles friedlich. Was, Blima? Aber wir sind immer friedlich geblieben, auch wenn wir hier feiert haben. Und nicht wie heute, dass hier jeder abgestochen wird. Ja. Wir haben die getrunken, was alle getrunken haben, Bacardi Cola. Da hat sich Bacardi Cola. Jetzt sind wir schon wieder beim Cola. Da hinten ist der Freund der braunen Soße. Ja. Ah, Entschuldigung. Des braunen Getränkes. Ja, genau. Und ihr schon wieder hier mit Bacardi. Na klar. Weiß-schwarz. Wir haben früher mit Cola-Wodka angefangen. Wir haben mit Cola-Wodka angefangen in DDR. Früher ist dann das blaue Burger, ne? Meine Güte. Franz, hier ging gerade eine Nachricht ein, da hat jemand geschrieben, Schuld ist das Kultusministerium, das ist dafür zuständig mit diesem Trinkgelage. Moment, das muss ich ja wiederholen. Es ging bei uns hier in Live-Übertragung ein Kommentar ein, dass Schuld ist das Kultusministerium und in der Tat, das fing ja schon an dort mit der Schlechtschreibreform und Herr Holter von der linken SED-PDS ist ja halt auch der Vorsitzende beim Kultusministerium. Na, dann wissen wir ja wieder, woher das kommt. Steht übrigens auch so geschrieben. Die Grünen sind unser Untergang. Und trotzdem bekommen die so viele Stimmen. Wie viele sehnen denn den Untergang herbei? Bisschen nach unten drücken. Die sieht ja auch schon gut aus mit ihrer Dauer. Nee, jetzt ist hier ausgegangen. Jetzt ist ganz ausgegangen. Batterie oder was? Wahrscheinlich. Ja, warum machst du keinen? Nein. Jetzt geht's. Jetzt mal verbeugt. Konnte ich hab dir doch das letzte Mal schon gesagt, dass die Batterie leer ist. Habt ihr ja nicht mitgehabt. Hier, er hat noch was dabei, oder? Hast du eine Batterie dabei? Nein, leider nicht. Ja, jetzt wird's ja. Geht aber. Ja, aber nur mit Störung. Scheiße, oder? Also heute leider wieder einige Tonprobleme. Also, nee, das ist hier, wir brauchen eine Batterie. Franz hat das schon längst erledigt. Das ist nur eine Batterie drin. Normale R6. Diese größeren, diese vier. Also, wir haben hier zwei Dinge. Einmal die Batterie. Ist leer, seit zwei Wochen. Ja. Wird es mit dem Solarstrom auch sein? Ja, wenn die Sonne nicht scheint, dann stehen wir auf Strom. Ja, Zappelstrom. Ja, das könnte man ja so mit Zappelstrom umschreiben. Was geht nicht? Du musst doch mal rein. Kabel, das Mikro mit Kabel. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Merkel muss weg! 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 Merkel mu
aus bis nach dem Morgen oder wann? Kann man den Kopf gerade beim Einschlafen? Ja, ne, kannst du auch sagen. Die Anzeige wegen Schadensersatz. Wir verleihen dich. Jo, nicht so viel, ne? Bringt ja nichts. Kümmert sich ja keiner drum. Was nichts kostet, so Leute, leider muss ich jetzt meine Stimme erheben. Bisschen besser wie der Lautsprecher, hoffe ich. Ich bin zwar ein bisschen undeutlich in der Aussprache, der Dialekt passt auch nicht so hierher. Doch, Moment. Morgen bin ich wieder auf der Gemeindevertreterversammlung. Die hatte ich vor einem Monat genießen dürfen. Da hatte man mir erklärt, dass ich gewisse Dinge nicht verstehe, weil ich ja noch nicht so lange da bin. Wow. Da, wo ich jetzt wohne. Siehst du ja auch in Brandenburg. In Brandenburg. Im Märkisch-Oderland. Ich wohne zwar, glaube ich, 12 Jahre oder 10 Jahre, aber das ist noch kein Prädikat. Du musst von dort kommen. Dann darfst du in die Gemeindevertretung, dann darfst du auch mitreden, weil den Rest verstehst du nicht. Was ich aber verstehe, ist, dass dort, umschreibe es, es menschelt auch dort, ganz gewaltig. Ja. Wenn man was braucht, muss man nur wissen, wo man es holt. Und wenn es was kostet, muss man schauen. Oder wenn sich mehrere drum bewerben, muss man schauen, dass man die Bewerber aussticht. Das sind einfach die Dinge im normalen Leben. Aber hat nichts damit zu tun, sehe ich so, ob du schon länger dort lebst oder nicht so lange lebst. Jedenfalls, jetzt weiß ich, ich denke, ich brauche mir hier kein Grab zulegen, sollte ich nach Bayern bringen, weil dann lebe ich ja schon länger dort. Oder ich habe schon länger gelebt. So. Das sind die Dinge. Ich bin gespannt, was morgen wieder kommt. Wir werden dann auch erleben, eine neue Episode, nicht jetzt in der Gemeindevertretung, aber allgemein, die Solaranlagen. Statt Windrädern, die ja jetzt riesen Parks werden. Die Flächen sind schon ausgeschrieben, das ist alles schon in Sack und Tüten. Naja, der Zapfenstrom hat es Ihnen ja gezeigt. Noch ein halbes Herz weniger und dann wäre hier die Stromversorgung eingebrochen, so wie es in Köpenick passiert ist, weil sie ein Kabel angebohrt haben. In Zukunft brauchen die das nicht mehr anbohren, in Zukunft geht es von alleine aus. Also, liebe Baufirmen, was? Dann gehen die Lichter aus, ja. Also ich glaube, die in Köpenick können heute noch ein Lied davon singen. Und die werden sich noch erinnern, die EWE oder ne, diese Elektrofirma, die den Strom liefert, zahlt ja 20 Euro. Damit ist eine Tiefkühltruhe, die vollgefüllt war, abgegolten. Die Baufirma, die das verbrochen hat, da gab es ja ein Bild, es war so ein Kabel. Da hat man genau gesehen, wenn sie treffen hätten sollen, hätten sie es nicht getroffen. Aber da haben sie so richtig genau in der Mitte oder fast in der Mitte durchgebohrt. Und es gleich hat zwei Kabel. Das ist also schon mal deutsche Baukunst. Das war eine Fachkraft. Das war eine Fachkraft, ja. Die Mitte zu erwischen. Daher bei solchen Ausschreibungen nur deutsche Firmen. Deutsche Firmen. Drankommen. Also machen wir ja wieder den Eindruck, wer viel zahlt, bekommt viel. Und sei es nur ein Auftrag, ein Kabel durchzubohren. Wir werden das also noch ein paar Mal erleben, je mehr es dann gibt. Jedenfalls, die Solaranlagen werden jetzt überhand nehmen. Es gab ja vorher die Regelung, dass es auf fruchtbaren Äckern nicht sein darf, dass es auf Flächen, die hochwassergefährdet sind, nicht sein darf. Dem wird wieder der Satz dazu gegeben, ja, wenn wir da nichts mehr bauen dürfen, darf auch kein Haus mehr hin. Also, Kehrschluss. Wir nehmen Solaranlagen, Hochwasser, die Gemengelage gibt es dann schon, irgendeiner wird uns dann schon retten.
Weil wir sind so 1,90, 2 Meter hoch. Ihr seht, die Menschheit lernt nicht. Money, money, money. Das ist das Wichtige. Und vor allen Dingen die Leute, die an den Schaltstellen sind. Sonst gäbe es diesen Mist nicht. Geben die Regeln vor, kassieren dabei, ohne es natürlich so zu sagen. Und dann passieren solche Dinge. Das hat man früher Bananenrepublik genannt. Das schon immer. Ich wusste ja, zu meiner Zeit war eine Banane was Wertvolles. Ja. Aber jetzt sind wir schon eine Republik geworden. Ah ne, wir haben gesagt, so war das. Gut, Leute, wir liegen so. Nehmt den mal auf da. Nein, also, das ist der Herr Oberlehrer Grätz. Wenn ich ja, also dagegen muss ich ja Einspruch erheben, ja. Ich habe schon vom Berufswegen was gegen Lehrer, muss ich sagen. Ja. Ich hatte in meinen Berufsjahren nur Auseinandersetzungen mit Lehrern. Alle anderen Bauherren waren sehr entgegenkommend. Also, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich bin kein Lehrer. Na, Lehrer ist ein kluger Mensch. Genau. Wir haben es ja am Anfang, wir haben es doch am Anfang gehabt. Aber keine Sorge, also, die gibt es der Tenor vorhin war ein anderer. Ich bin froh, dass ich meine Gott, also, der Tenor, also, Herr Grätz ist kein Lehrer. Was hast du mir wieder erzählt? Das hab ich wieder erzählt. Hast du es gehört? Ja. Also, Leute. Mich hat es gefreut, dass ich meinen Franz wieder gesehen habe. Mich auch. Ich sag dir jetzt schon, Servus, nächstes Mal wieder, hol dir den Chip, gib den gar nicht mehr ab. Mach ich. Und wenn du irgendwo hin musst, die bringen wir schon irgendwo hin. So, du darfst noch mal mit lauter Stimme. Und wir singen alle mit. Also wir singen. Ihr gebt den Ton an. Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Wunderpfand. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Bravo! Bravo! Kommt gut nach Hause, nächsten Mittwoch. Da ist ja schon Aschermittwoch. Ja. Aschermittwoch. Bringt viel Asche mit. Viel Asche mit. Und dann schauen wir. Ja, wir können ja hier mal einen Kübel ausschicken. Kommt gut nach Hause, nächsten Mittwoch sehen wir uns zu der 103. Tschüss. Soweit aus Berlin. Der Merkel muss weg Mittwoch, die 102. Veranstaltung. Leider heute mit etlichen Tonschwierigkeiten, aber am nächste Woche Mittwoch geht's dann wieder. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sind nächste Woche am 6. März dann wieder hier direkt von dem Bundeskanzleramt in Berlin. Und machen Sie mal mit, wenn Sie in der Nähe sind. Und ansonsten viele Grüße aus Berlin und noch einen schönen Abend und schön patriotisch bleiben. Tschüss!